Okay, also ich habe bei mir keine ausgelassenen Frames und der Upload läuft. Also theoretisch müsste es von eurer Seite kommen, soweit ich das hier sehen kann. Das sind natürlich auch keine hundertprozentigen Werte, aber ich wüsste nicht, was ich hier ändern können sollte. Gut, okay, ich glaube, ich drehe die mögliche Drehzahl hier noch ein bisschen hoch sogar. So. Und in dem Bereich kann ich jetzt Vollgas geben, auch wenn die Traktionskontrolle was anderes sagt. Das überschreibt die Traktionskontrolle jetzt. So, dann haben wir das und die Kupplung haben wir auch. Mal gucken, ob, wie sich das jetzt in der Praxis alles schlägt. Mein Gott, 3 Stunden basteln. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinterher klein schneide. Muss ich mir mal angucken. Weil so richtig nach Themen funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Ne, ich springe hier von einem zum anderen. Dann haben wir eine Folge irgendwie 45 Minuten und die andere 5 Minuten. Das ist, glaube ich, auch nicht so gut. So, Gas loslassen. Und die Drehzahl bleibt. Kupplung funktioniert. Vollbremsung. Und wir hören den Motor wieder beikommen. Also auch das funktioniert. Kriegt zwar nicht viel mit, aber dass der Stream nicht geht, liegt bei mir. Okay, gut. Gut. Also nicht gut. Nicht gut für dich natürlich. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber das heißt auf jeden Fall, dass ich auf meiner Seite nichts ändern brauche, beziehungsweise eigentlich noch nichts dran ändern kann. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal viel Erfolg dabei, das Problem zu beheben, ne? Gut, also die Kupplung funktioniert und das Anfahren müsste jetzt auch ein bisschen besser gehen. Schau mal da hinten den Berg an. Wenn wir uns langsam in Richtung Höchstgeschwindigkeit schleppen. Waren, glaube ich, irgendwie nicht so ganz so sauber in der Spur, wie es sollte. Aber gut, Fahrwerk müssen wir sowieso noch einstellen. Das kommt sowieso noch dazu. Können wir mal eben schalten. Ah, das ist schon cool. Ganganzeige wollte ich mir eigentlich noch einstellen, aber gut, wir probieren mal gerade anzufahren. Okay, er kann ein bisschen Gas geben. Can't see where everyone else is, you/team spectator. Ja doch, so können wir ein bisschen Gas geben. Aktionskontrolle regelt, aber nicht mehr so aggressiv. Und hier haben wir mit dem Frontgiebel im Sand natürlich eh keine Chance mehr. Also teilweise ist es noch ein bisschen merkwürdig, aber im Prinzip fährt er ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, das Wichtigste haben wir langsam beisammen, ne? Das Fahrwerk ein bisschen anpassen. Fahrwerkshärte noch ein bisschen bei. Denke auch ein bisschen durch gerade. Also auch das einstellen. Gesamtfederweg. Und dann mal gucken, dass da langsam eine Karosse drum herum kommt, ne? Und ich würde eigentlich sogar ganz gerne. Das wird jetzt aber eine ganz merkwürdige Sache. Da müsste jetzt der erste Gang sein. Drehzahl, hallo. Irgendwie zeigt hier gerade was ganz schön falsch an. So, das ergibt schon eher Sinn.
Beim Anfahren von 0 funktioniert's. Sehen wir uns bei Gelegenheit nochmal an. Geschwindigkeiten, die dir teilweise anzeigt, ne? Keine Ahnung, warum das hier jetzt 48 km/h schon sein sollen. Wir holen den Wert dafür doch aus der Gesamtheit aller Räder, oder nicht? Jetzt ein bisschen Gas wegnehme. Bremse, wieder Gas gebe. So, jetzt haut's hin. Würde ich mal behaupten, das ist plausibel. Wenn ich jetzt schalte, können wir auch von da aus weiterfahren, genau. Das sind keine 130, die wir hier gerade fahren. Wo kommt diese Werte her? Im zweiten Gang zeigt das richtig. Im ersten Gang jetzt auch wieder. Starter beim Bremsen klingt auch so, als wären die Reifen geplatzt. Naja. Ja gut, stimmt schon, als würdest du mit einem leeren Reifen weiterfahren. So meinst du, ne? Das stimmt, das zugegeben. Ach, die Geschwindigkeitsanzeige kam, glaube ich, direkt vom Getriebe, gell? Kann sein, dass die Getriebe sich da gegenseitig beeinflussen, dass deswegen irgendwelche Käsewerte dabei rauskommen. Müssen wir mal beobachten. Vielleicht muss ich an den Werten noch so ein bisschen was drehen. Vorne sieht es aus, als hättest du eine Ampel mitgenommen. Ach ja, komm, das sind halt hier die... Ja, die was eigentlich? Die Monitoring-Werte, wollte ich sagen. Aber ja, die Monitore halt, ne? Ist halt so. Genau. Gut, okay. Würde ich sagen, die Kupplung soll schon bei einer etwas höheren Drehzahl öffnen können. Und ansonsten wäre es jetzt langsam wirklich an der Zeit, mit der Karosserie anzufangen. So, Build Mode. Open Last Project. Tesla-Imitat? Hä? Ist nur überhaupt nichts dran? Abgesehen davon wird es kein Tesla, wenn ein Verbrenner drin ist. So, wo hatte ich denn die Werte für die Kupplung? Das war hier, ne? Genau, hier waren die Abfragen. Das hier kommt dann dort raus. Dann erlauben wir hier mal, keine Ahnung, 60. Weil sollte die Kupplung schon mal ein bisschen genau, ein bisschen früher wieder öffnen, dass die Motordrehzahl beikommt. Ganz sauber ist es glaube ich noch nicht, aber ist okay, würde ich sagen, ist okay. Ist der Metat. Ach, wegen der Displays vorne mittig. Ja gut, so gesehen ja.
werde sogar hier mit den ganzen Werten noch was machen müssen, wenn ich das umsetzen will, was ich nun mal umsetzen will. Oh Mann, wie mache ich das? Ich will sogar ganz gerne so Sachen wie die Traktionskontrolle oder das ABS ausschaltbar machen. Das ist aber vielleicht eher was für später mal. Jetzt erstmal. Und jetzt bauen wir erstmal ein bisschen Karosserie drum. Wo langsam anfängt nach was auszusehen, der Wagen. Fahrwerk muss ich auch noch einstellen. Nee, Quatsch, hier auf der 3 war ich schon ganz richtig, glaube ich. Genau. So, alle 4 Räder ausgewählt. Die Federung, die muss auf jeden Fall ein Stück stärker sein. 700 Kilo wiegt der Wagen bis jetzt. Das ist noch nicht besonders viel, würde ich mal sagen. So, Suspension Force. Nehmen wir mal 15.000. Dämpfung lege ich erstmal auf den gleichen Wert. Mal gucken, wie es aussieht damit. Forward Friction, Sideways Friction. Soll mir reichen. Bisschen mehr Seitenführung als, als Vorwärtstraktion sogar. Suspension Distance ist mir fast doch zu viel. 0,1. Kriegen wir hin. Radgröße ist in Ordnung. Sideways Offset ist in Ordnung. Bremskraft ist eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Das ist eigentlich viel zu hoch. Für das kleine Gewicht, aber wir haben ja ABS, ne? Auf jeden Fall braucht das Teil Flügeltüren. Meinste? Ich sag's mal so, ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendwas hinbekomme, was nach was aussieht. Und ich will auf jeden Fall Türen haben. Ob's Flügeltüren werden? Gut, andererseits, bei der kleinen Form könnte man jetzt, als 2- bzw. 3-Türer Coupé aufbauen. Hätte ich einen Knopf für jede Seite, einen Knopf für die Motorhaube, einen Knopf für den Kofferraum. Da wäre ich eigentlich zufrieden mit. Das wäre eigentlich vollkommen in Ordnung. Aber ob das dann noch mit Flügeltüren aussieht, boah, würde ich sagen, gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal. So, als erstes haben wir hier mal die, die Federwerte ein bisschen hochgeschraubt. Das ist schon mal etwas. So, Motor machen wir gerade aus. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Adjustable Pipes für eine Karosserie. Ein so ein Ding kloppe ich hier mal irgendwie hier so mittig dran. Achso, ja, klar. Ne, warte mal, ist ja noch ausgewählt, ich brauche nur E drücken. Richtig. Wenn mal wieder so ein paar von den Dingern. So. Hintere Karosserie bauen wir von hier aus. An den Seiten wäre es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, schon mal ein bisschen bauen zu können. Vielleicht einmal hier dran. Und einmal, da kommt jetzt schon gerne die Fläche. Dorthin. So, und daraus muss jetzt irgendetwas werden, was möglichst nach was aussieht. Ja, und wir brauchen eine Farbe. Schwarz? Wäre schwarz okay? Orange wäre in Ordnung. Gelb möchte ich nicht unbedingt. Mein erster Wagen war schwarz-gelb. Dieses komische Etwas. Und rot war ja nun mal der letzte, den ich auch veröffentlicht habe. Der Allrad, der kleine. Achso, der kleine. Hat ja riesen Räder drauf. Der wirkt eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt, aber der Geländewagen halt.
Ja, vielleicht sogar für Orange. Oder du drückst noch etwas zusammen, machst es in der Art wie ein 1er BMW 3-Türer oder ein Smart 5-Türer. Weiß ich nicht. Also 1er BMW, quasi so eine Art 3-Türer-Kombi, wenn man so will, wird ja auch kaum noch gebaut. Weil der 1er ist ja quasi ein Kombi, wenn du weißt, was ich meine. Auf sowas könnte ich Bock haben. Schwarz mit roten Konturen, sagst du. Na gut, bei Schwarz war ich ja auch zuerst. Dann nehmen wir Schwarz. Und die roten Konturen, da finden wir schon was. Genau. Gut, dann fangen wir mit Schwarz an. Nehmen wir mal gerade so ein paar von den Platten. Wirkt natürlich ein bisschen grau hier jetzt hier nach Winkel, ne? Von unten halt, ja. Aber ist in Ordnung, es wird schon passen. Das wird schon irgendwie passen. So, dann fangen wir jetzt einfach mal damit an. Und gleiches brauche ich auch hier auf der Seite. Werde ich jetzt erstmal hier drehen. So. Und hier ein Stück näher ans Auto ranbringen. Das sieht eigentlich ganz gut aus hier. Ich werde aber keine innere und äußere Türverkleidung und so ein Zeug machen. Ich denke, das wird mir ein bisschen zu viel. Warte mal. Den oberen Bogen darf ich hiermit verändern, aber nicht diesen hier. Na, wobei, komm, als Seitenbasis erstmal würde ich sagen, ist das in Ordnung. Ich hier mal auf eine 190er Länge erstmal, auf der anderen Seite natürlich auch. Und ein bisschen nach oben. Wir da. So ist es gerade. Dann dementsprechend also auch. Aber das müsste so in etwa hinkommen. Und zunächst natürlich erstmal noch nach gar nichts aus, ne? Ist ja klar. Das vielleicht auch alles einen weiteren Block nach außen schieben. Damit dieser Basisknubbel, mit dem man die Sachen festmacht, nach innen verschwindet. Ziehe ich das jetzt alles nach außen und ziehe den hier dran eins nach innen. Und dann sind wir auch wieder da. Hier auf der Seite genau das gleiche. In der Punkt hier was nach außen. Das hier habe ich auf dieselbe Entfernung nach hinten gezogen. Und keine Sorge, das hier wird jetzt natürlich noch nicht die richtige Verkleidung, sondern sollen ja noch Türen rein. Aber ich wollte hier unten wenigstens schon mal so ein bisschen so eine kleine Basis haben. So eine niedrige. Dass ich einfach mal irgendwas habe, woran ich so ein bisschen festmachen kann, wie ich überhaupt weitermachen will. So, einmal zwischenspeichern und kurz raus mit dem Ding auf die Straße. Ich möchte nämlich mal eben schauen, wie tief der mit dem Fahrwerk jetzt eigentlich hängt. Ob ich das noch höher ziehen muss, ob ich es tiefer ziehen kann, ich weiß es ja nun mal nicht. Muss ich dann zeigen, wenn wir den hier... Okay, das Fahrwerk ist ein bisschen zu fest für das Gewicht jetzt. Ich würde sagen, ich baue auch noch ein bisschen Ballast an. Beziehungsweise erstmal gucken, wie das mit dem ganzen Gewicht durch die Panels überhaupt wird. Ich weiß nicht, was die wiegen. Also ich sollte mal einfach schalten. Wenn da kein Gas mehr gibt, muss ich schalten. Ich würde sagen, von der Bodenfreiheit ist das so okay. Das können wir als Maß nehmen, ne? Die Knallharte da einfach über die Kanten drüber springen. Muss eben nicht springen. Obwohl, den Punkt hat er ja auch noch, ne? Ja, da fällt mir ein, geschwindigkeitsabhängige Lenkung haben wir noch gar nicht. Die muss eigentlich noch dazu.
Und das Fahrwerk ist definitiv viel zu steif jetzt. Frag mich gerade, ob ich die Spurbreite nicht vielleicht auch noch einen breiter machen möchte. Über 1,5 Tonnen sollte er nicht kommen, das passt mit der Größe nicht. Ja, das ist nicht mein Gedanke, zu schwer will ich ihn auch nicht haben. Deswegen, ich lasse den Ballast jetzt erstmal noch weg. Und guck mal, wo wir mit den Verkleidungen landen. Weiß nicht, er kann ein bisschen breiter, er muss aber nicht, ne? Oder? Andererseits, mit der Breite haben wir das Problem, wenn ich jetzt anfange nach oben zu bauen, da kann ich die Karosserie nicht wirklich nach innen kommen lassen. Dann sieht das vielleicht auch ein bisschen zu gedrungen aus. Wiederum andererseits wollte ich eigentlich einen kleinen Wagen bauen, also von daher... Ich probiere es einfach mal mit dem, was wir hier haben. Komm. So, nochmal in den Bildmodus. Ich probiere es einfach mal damit. Gewicht ist sogar relativ mittig, Schwerpunkt vielleicht ein bisschen hoch. Aber das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Könnte man vielleicht nur überlegen, ob man die Sitze etwas niedriger baut? Ich weiß es nicht. Gerade hier hinten ergibt es ja mit der Höhe des Rades eigentlich auch ganz gut Sinn. Wie weit ist er denn momentan? Naja, so halt. Quasi gerade so, wie die Sitze sind. Geht insofern durchaus ein Kleinwagen halt. Kann man nicht anders sagen, es wird ein kleines Auto. Und die ganzen Panels, die ich hier vorhin hingeschmissen habe, die sind jetzt natürlich wieder weg, klar. Ja, dann baue ich jetzt ein so ein Panel. Direkt hier drunter. Bekleide wenigstens. Den Bereich hier schon mal. Wenn vom Motor ein bisschen was zu sehen ist, auch mit diesen komischen hässlichen Getrieben und so, ist an sich für mich okay. Hier muss jetzt eigentlich noch ein Block runter. Hm? Oder so noch weiter. Ne, einer reicht. Machen wir das jetzt mal schon mal rundum. Hier auch. Und da hinten auch. Müsste hier ja jeweils eins nach außen. Oder noch ein deutliches Stück hier hinten. Eins nach außen. Und ein Stück hinter. Und hier eigentlich nur eins nach außen. Genau, so. Dann hätten wir den Bereich schon mal verkleidet. Den Rädern muss ich mal schauen, wie ich es mache. Ich würde sagen, die Hinterräder, die können ja eigentlich sogar... ...recht direkt verkleidet werden. Und die vorderen, die können vielleicht noch ein bisschen mehr Platz haben zum Lenken. Viel brauchen sie natürlich auch nicht. Na komm. So. Ja, wobei, die drehen sich ja quasi auf der Stelle. Also hier vorne kann ich auch was näher ran. Na, kurz mal hier die Kamera fixieren. Ja, das ist so easy. Das ist doch überhaupt kein Thema. So. Ist es noch nicht besonders viel, aber es ist ein Anfang. Vorderen Reifen etwas zurückschieben, dann wirkt er nicht so schmal.
Meinst du noch näher? Ich will das hier so ein bisschen verkleiden, dann wird das hier mit diesem mit dieser Standard-Lenksäule ein bisschen knapp. Mal abgesehen davon, dass die ja auch ziemlich genau hier zu einem möglichen Lenkgestänge geht, könnte man sich noch so eine leichte Lenkwelle vorstellen, dann lenkt der hier halt. Also das ist eigentlich schon plausibel. Ach, müssen wir mal schauen. Ich meine, ich könnte natürlich auch hier unten jetzt sagen, wenn hier was breiter machen, dann könnten die Radkästen auch so ein bisschen überstehen, aber das finde ich, glaube ich, nicht so schön. Du willst erstmal hier noch ein bisschen zu verkleiden. Und dann schauen wir mal, ob wir in die Optik noch ein bisschen mehr Geschick reinbringen können. Und ja, wenn ich mir das hier so ansehe, dann denke ich mal eine Tür, die irgendwo hier in dem Bereich verbunden ist. Und vielleicht bis hier so reicht. Und den Rest würde ich dann mit festen Panels verkleiden. In der Front brauchen wir natürlich auch eine steile, lange Frontscheibe. Dann hier so ein kleines bisschen Haube. Der Motor könnte eigentlich auch was höher so gesehen, aber ich wollte den Schwerpunkt niedrig halten. Und ich könnte wirklich ein bisschen höher. War das der hier? Ja. War der. Beim Motor ein bisschen höher. Vielleicht natürlich auch der Schwerpunkt ein bisschen, aber... Ich meine, das ist kein Rennwagen. Also insofern halte ich es für okay. Dann probiere ich als nächstes mal die vorderen Radkästen auszubilden. Und zwar hiermit, würde ich sagen. So, mache ich davon gleich mal ein paar mehr. Die baue ich jetzt... direkt hier drauf kommen. Warum eigentlich nicht? Wird dann so aussehen. Einmal drehen. Nehme ich mir noch so ein Ding. Bau das hier drauf. Einmal drehen. Noch weiter nach außen. Machen wir hier auch direkt schon mal. Dann brauche ich ja den Rest nur noch so ein bisschen anpassen hier, ne? Könnte sogar gleich mal schauen, ob man die Räder nicht übers Offset vielleicht noch ein bisschen weiter rausbringt. Aber schauen wir dann gleich mal. Muss ich erstmal hier ein bisschen nach oben noch. So. Auf der Seite das gleiche. Oh. Das habe ich noch gar nicht verbreitert. Entschuldigung. So. Hier das gleiche Spiel. Ich würde sagen, dass diese Punkte hier, kann man davon eigentlich auch mehrere nehmen? Nee. Reicht das so? Ich würde sagen, nein. Was? Ja, die Höhe passt aber. Hier, den hier wollte ich. So, jeweils eins höher. Genau, und jetzt muss ich mir... Der dämliche Chat. Jetzt sind das zwar nur Tipps, aber die gehen mir gerade genauso auf den Keks. So, mal gucken, wie weit ich das hier hochziehen muss. Um jetzt zu einem Ergebnis zu... Liege, geh mir aus der Vision. Mensch, da will ich auf meine Brille setzen, oder was? Hab ich sie? Hab ich sie? Nein, da fliegt sie. Na komm. Das sind zwei, hier muss ein Nest sein.
Quirrt einfach nur nicht zwischen meinen Augen und meinem Bildschirm rum. Mehr will ich doch gar nicht von euch. Okay, was haben wir da im Chat? Sitze etwas mehr liegend einbauen. Etwas niedriger, dann kommt er etwas breiter rüber. Also so einen Gedanken in der Art habe ich auch schon gehabt. Ich überlege auch gerade, wie ich die Radkästen vielleicht ein bisschen interessanter gestalten kann. Das wäre jetzt nämlich mein nächster Schritt gewesen. Dass ich die hier vielleicht so anhand dieser Punkte hier noch ein bisschen ausstelle. Weißt du, wie ich meine? Dass die so ein bisschen übers Rad hier halt drüber ragen. Einfach, dass die ganze Form noch so ein bisschen mehr geschickt bekommt. Aber besonders viel macht das jetzt auch nicht aus, ne? Also würde ich sagen, werde ich diesen Punkt jetzt noch eins erhöhen. Die richtige Höhe? Nee. Das müsste hinkommen. Genau, und hier auf der Seite jetzt noch ein bisschen nach oben. Da ist der Pfeil. So. So, und die Sitze, an den Sitzen hängt, glaube ich, dieses Seitenpanel jetzt mit dran, ne? Mal eben schauen. Das ist das Gestänge. Das würde bedeuten, das hier wäre dann der Punkt, an dem das anliegt. Probier es damit mal eben. Was? Yep, da hängt das Panel mit dran. Hier war's, da will ich hin. So. Das Panel müsste ich jetzt hiermit sogar wieder anheben können, genau. Wunderbar. So. Wenn ich das so sehe, könnte ich mir sogar tatsächlich vorstellen, Vorderwagen noch ein bisschen kleiner zu machen. Hängt ja komplett alles hier dran. Also wenn ich jetzt hier einen Klick zurückgehe, weiß ich, sieht das gut aus? Kriegt da vorne zu bullig. Ich weiß es halt auch nicht. Wenn ich dieses Panel hier vorne schon mal so ein bisschen schmaler laufen lasse. Das könnte wirklich dabei helfen, dem ein bisschen mehr Geschick zu geben. Müssen wir mal schauen. Ich werde mal gerade kurz zwischenspeichern. Und mal gucken, wie das aussieht, wenn der auf der Straße die Federn eindrückt. Apropos die Federn, die wollte ich auch noch mal ein bisschen weicher machen. Das muss auch noch eben passieren. Würde ich sagen, mache ich jetzt direkt noch. So, Suspension Force. Machen wir mal 10.000 statt 15.000. Und die Dämpfung lasse ich einfach mal so hoch, wie sie war. So, einfach versuchsweise. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann fragt er mich, ob ich speichern will. Jawohl. Und mal schauen, ob wir da so ein bisschen was hinbekommen. Außer die wird mindestens so lange dauern wie der Aufbau der gesamten Technik. Das sehe ich jetzt schon. So. Hängt fast noch ein bisschen zu sehr durch, hat aber
einen gesunden Abstand zum Panel, ne? Ich würde ganz gerne vermeiden, dass es Clipping-Probleme gibt. So, warum der schon wieder meint, dass sie sei 48 km/h, das wundert mich. Darum schalten aber die richtigen Werte. Ja, muss ich auch nochmal überprüfen. Ja, wenn hier so drüber hoppelt, Fahrwerk darf ruhig noch ein bisschen weicher. Vor allem die Dämpfung. Dann peile ich mal da hinten irgendwie so einen Berg an. Dann haben wir hier irgendwo noch was anderes, was ich dafür... Nee. So, ich möchte einfach mal so ein bisschen... schräg aufgebockt sehen, ja? Warum wähle ich ihn eigentlich mal aus? Ich hätte einfach nur spawnen brauchen. Zack, zack, fertig. Klippt der da vorne ein bisschen? Ja. Jetzt klippt er hier durch. Auf der anderen Seite nicht, da ist er hoch genug. Hier klippt er. So ein bisschen höher sollte der Spaß noch. Ein bisschen höher sollte er noch. Ah ja, und vorne das Panel sollte ich ein bisschen kürzer machen. Nur die Motorhaube nicht zu lang, sondern eher, dass die Räder noch verdeckt. Ein Stück weiter vor. Ja, dass die Lampen noch reinpassen. Nee, zu groß darf er halt wirklich nicht werden. Da hast du vollkommen recht. Nee, Quatsch. Genau, hier einfach so ein bisschen mehr so aufs Gerade. Hier sage ich jetzt Build. Nochmal das letzte Projekt öffnen. Und, das hier muss noch ein bisschen höher, noch ein bisschen offener. Reicht das denn eventuell, wenn ich das hier... wird nicht reichen. Aber ich mach's trotzdem mal. Ich weiß aber vor allem fürs Lenken schon mal ein bisschen mehr Platz. Und jetzt noch sage ich, hätte das hier gerne noch ein bisschen höher. Ein Klick jeweils, dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Hallo, Pfeil? Hallo, Pfeil? Jetzt. So. So sollten wir auf jeden Fall genug Platz haben. Genau. Hier die Motorhaube, würde ich sagen, sollte hier vielleicht irgendwie bis zu dieser Höhe hier. Bisschen höher als die Kante hier jetzt ist. Und dann hier relativ rapide runter. Und da dann versuchen, irgendwie so ein bisschen was optisch Ansprechendes draus zu machen. Das wird gar nicht so einfach, glaube ich. Hier von innen muss ich jetzt auch noch ein bisschen verkleiden. Boah, eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock mehr da drauf. Aber andererseits weiß ich auch, wofür es gut ist, ne? Den Screenset müssen wir auch nochmal anders regeln. Ah, hör doch auf zu hängen. Ach genau, hier die Panels wollte ich noch ein bisschen verschieben. Na gut, fange ich hier oben an, ist auch okay. So. Dämlichen Tipps. Bevor ich jetzt noch weiter rumkreise und ich weiß, was ich tun soll, mache ich mir jetzt einfach so viel ich mache hier hinten schon mal weiter.
Dahin eins, dahin. So, und die Technik hier können wir eigentlich auch mal langsam verschwinden lassen, ne? Wie gesagt, die kann man bestimmt ganz gut hier unter den Sitz bringen. Oh, da versinkt sogar der Schwerpunkt so ein bisschen. Also auch die bringen durchaus ein gewisses Gewicht mit. Ergibt Sinn, habe ich so jetzt aber trotzdem nicht gewusst. Mein Gott, diese Mistviecher. Der Raum ist so groß, aber die müssen mir die ganze Zeit genau vor den Augen rumschwirren. Na, schon wieder. Weil nicht diese fetten Brummer. Die Träge sind irgendwo schnell genug wegzufliegen, sondern die kleinen Fruchtfliegen, die du nicht erwischst, ne? So ein Mistviehzeug. Ich glaube, ich muss hier noch... Ja, ich muss noch eins höher. Jeweils drei nach außen, dann kann ich mir merken. Sitzt er wieder kackendreist auf meinem Bildschirm. Das gibt's doch nicht. Das hier, muss ich jetzt auch zugeben, ist nicht unbedingt eine schöne Arbeit an dem Spiel hier. Aber es ist halt etwas, was man auch machen muss, ne? Gehört halt dazu. Wer ein schönes Auto haben will, der darf nicht nur Technik machen, der muss auch ein bisschen Zeit in die Karosserie reinstecken. Dann gehe ich jetzt auch zwei drüber jeweils. Plus 2. Hier das gleiche Spiel. Und hier. Ah, komm. So. Dann jeweils eins nach außen. Einfach nur aus wie irgend so ein Wulst. Irgendwas eventuell noch ein bisschen schicker hin, wenn ich hier eine Einheit nach innen baue. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, ne? So als Ansatz jetzt mal. Und Stream weg. Oh. Oh, apropos Chat. Wie wär's im Kofferraum? Noch eine Klappe im Boden. Einen Ersatzreifen rein. Und halt vorne unten rein. Das gibt's ja auch. Da ist noch mehr Gewicht auf der Achse. Ja gut, das stimmt. Aber vorne wird das platzmäßig ein bisschen schwierig. Ja klar, das ist ein relativ kleiner Motor. Da könnte man sowas machen. Aber ich weiß, jetzt sieht glaube ich nicht so schön aus. Ein Reserverad hinten rein dagegen könnte man durchaus machen. Das auf jeden Fall ja. Glaube, ich hätte hier ganz gerne so Zwischenpanels drin.
zwischen denen dann die Motorhaube läuft. Ja, doch. Ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste. Ja, warte mal, da hinten liegt doch noch so ein Teil. Nee, doch, das Verformen der ganzen Teile, das ist echt nicht so schön. Da gibt es ja Leute, die bauen so krasse Sachen, dass ich davon neidförmlich erblassen möchte. Andererseits haben viele davon stattdessen halt die Technik nicht, die wir hier drin haben. So, was muss denn etwa hierher? Genau, perfekt. Dieses Panel hier ein Stück rüber, den Pfeil treffen. Sauber. So, das schon mal dazu. Würde ich sagen, den hier, zwei hier rüber, zwei nach oben, drüben genauso. Diese Vektorgestaltung, ne? So. So groß soll dieses Panel eigentlich auch nicht sein. Ja, das ist viel zu hoch. Immer noch ein bisschen Zeit dabei. Im letzten Wagen hatte ich das ja nicht mit aufgezeichnet. Aber glaubt mir, da hat das auch gedauert. Eigentlich sogar ein bisschen länger noch. Ah, die Vektoren sind zu lang. Verdammt. Ach, komm schon. Das Schlimmste ist, dass ich dasselbe ja dann gleich auf der anderen Seite auch noch nachbauen muss, ne? Okay, return me. Gute Nacht. Und danke, dass du dabei warst. Panoramafenster vorn rein. Vom Armaturenbrett bis hinter die Kopflehne. Nee, das dann doch nicht. Da schwebt mir eigentlich was anderes vor. Hier schwebt mir eigentlich auch was anderes vor. Bin mir überhaupt nicht sicher, wie ich das hinbekommen soll. Das jetzt erstmal nochmal. Ach, jetzt habe ich einen Vektor hier erwischt. Na gut, okay. Dann ziehe ich den jetzt hier runter. Mach ihn etwas kürzer. Hier habe ich auch den Vektor erwischt. Ziehe ich den hier hoch. Mach ihn was. Nee, das ist nicht der Vektor. Dieser verkackte Chat. Diese verdammten Tipps, die da immer aufploppen. Das geht mir echt auf den Keks langsam.
So, jetzt habe ich auf beiden Seiten langsam das Gleiche, ne? Nee. So, das müsste jetzt in etwa hinkommen. Und hier vorne würde ich sagen, das kann man auch hier schon mal so ein bisschen... Nein. Schon mal so ein bisschen reinwellen lassen. So vielleicht. Und dann kann ich ja eigentlich noch gar keine Motorhaube bauen. Ich darf erstmal gerade gucken müsste, wie das mit den Servos am besten funktioniert. Boah, ganz ehrlich, ich würde sagen, ein paar Minuten mache ich noch. Aber dann werde ich das Ganze hier wahrscheinlich abbrechen an dieser Stelle. Und offscreen weiterbauen, weil das hier, das wird sich ziehen, da bin ich sicher. Das wird sich noch ein bisschen ziehen hier. Ich merke ja auch, wie ich hier gerade mit der Kamera rumfahre und nicht wirklich weiß, was ich machen soll, ne? Weiß es halt echt nicht. Vor allem hier bin ich jetzt fast schon wieder so schmal, dass ich hier... hier die Frontscheibe hochziehe, das passt ja auch nicht mehr so richtig. Ich zieh mal einfach mal gerade ein Dach da rein. Man kann dann anhand dessen ein bisschen eher festmachen, wie die restliche Form aussehen soll. Wisst ihr, wie ich meine? Einmal drehen bitte. Hallo, Spiel? Was ist das denn hier jetzt? So, wechsle ich halt die Perspektive. Irgendwann mal 130. So. Andere Seite auch. Hier hinten auch. Mal langsam so ein bisschen... Grundform erkennen können. Das soll hier ein gutes Stück weit nach hinten laufen. Ich denke mal, da sind wir uns einig. Man braucht auch hier gar nicht so weit vorne beginnen. Die Frontscheibe können wir ruhig ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Ein bisschen breiter darf sein. Gerade gesehen habe, könnte man sogar nach hinten noch ein bisschen schmaler zulaufen lassen, ne? Und sogar was niedriger noch. So, Kopfweit für die hinteren Insassen wird eh überbewertet. Brauchen wir nicht. Damit das nicht ganz so schnell abfällt, ziehe ich diese Vektoren hier ein Stück nach hinten. Auf 91 von mir aus. Also hier kriegen wir jetzt keine Anzeige mehr, oder was? Scheint aber zu passen. Irgendwie erinnert es gerade an einen Mini-Clubman, sagst du. Okay. Ja gut, ich meine, ich habe da nichts gegen jetzt, ne? So, damit haben wir hier schon mal zwei Displays direkt nebeneinander. Ist natürlich auch nicht ideal, auch mit dem Knabbel hier vor.
Eigentlich müssen wir das hier mal gerade einmal komplett abkillen und nochmal neu machen. Nee, das hätte ich gerne irgendwie anders. Und hätte ich noch ein bisschen niedriger. Dann glitscht es zwar ineinander, aber man kommt ein bisschen niedriger. Das geht. Wenn man das ein bisschen geschickter aufbaut. Könnte man das bestimmt ganz sinnvoll verwenden. Weit nach außen kann es hier eh nicht. Sieht das also so aus beim Fahren. Ich weiß nicht, wie hoch man eigentlich wäre. So was halt irgendwie hinterm Lenkrad. Ich werde die Bildschirme nochmal abnehmen und neu bauen. Allerdings nicht jetzt. In den Kanten vielleicht noch weitere Panels, die dann hier so um die Kurve gehen. Und dann die Türen. Und hier müsste man überlegen, ob man die Form vielleicht noch ein bisschen weiterführt. Jetzt 4 Ticks weiter. Hier wird es wirklich fast ein Mini, ne? Ein gechoppter Mini. Weiß ich nur nicht, ob das gut ist. Auf jeden Fall wird es langsam echt unübersichtlich mit den ganzen Punkten hier. Das ist eigentlich der Punkt, der mich am meisten A ermüdet und B ausbremst beim Bauen. Es ist echt nicht ganz einfach hier. Panels rein. Müssen wir einmal auf diese Höhe. Und nach außen. Ist die nächste Kante. Einmal hier rauf. Und nach außen. Vor allem nach oben. So, okay, dann habe ich hier noch gar nicht angepasst. Ja, die meisten Sachen in Scrap Mechanic, die man so baut, die gehen irgendwann ganz gut aus dem FF. Aber das hier? Ist dann nicht unbedingt sonderlich einfach. Eins, zwei.